Komponist und Dirigent Christian Joost ist im Konzerthaus Berlin durch eine Reihe Projekte eng verbunden. 2015 nahm das Konzerthausorchester unter dem damaligen Chefdirigenten Ivan Fischer sein Werk Berlin Symphony auf. Mit der Uraufführung seiner Rekomposition von Robert Schumanns Dichterliebe dirigierte er das hauseigene Hurenstein-Ensemble. Eine CD-Produktion folgte. Bereits seit 6 Saisons moderiert und kuratiert er das edukative Format Zweimal hören zeitgenössisch. In der Saison 2020-21 befinden wir uns nun am Anfang einer ganz besonderen Spielzeit. Vor 200 Jahren wurde das Konzerthaus Berlin als Schauspielhaus am Gendarmenmarkt eröffnet. Nach einem Monat hatte dort Webers Oper Der Freischütz seine Uraufführung. Dessen Thema Teufelspakt zieht sich, vor allem natürlich dank des Fauststoffs, durch die deutsche Kulturgeschichte. In Form von Auftragswerken ist es auch roter Faden unserer Jubiläumssaison. Die erste dieser Uraufführungen stammt von Christian Joost und erklingt am 6. September in der Philharmonie unter Leitung von Chefdirigent Christoph Eschenbach. Es ist ein Violinkonzert, Christian Joost zweites. Lieber Christian Joost, wie kommt das Werk zu seinem Titel Concerto Noir Redux? Der eigentliche Titel des Werkes ist Concerto Noir, also ein dunkles Werk, ein dunkel gefärbtes Konzert für Solo, Violine und Orchester. Mein zweites, wie Sie sagten. Was ich tatsächlich begonnen habe mit dem Lockdown, der in Deutschland Mitte März in etwa stattgefunden hat und das dann auch mit den ersten Lockerungsmaßnahmen seinen Schlussstrich erfahren hat. Das Werk war natürlich ursprünglich komplett anders konzipiert, was jetzt die Besetzung des Orchesters betraf. Nicht, was jetzt die Eigenschaft des Soloinstruments, was ich dem hinzufügen wollte und wie ich diese gestalten wollte, aber gerade das Orchester war dann auch in Absprache mit der Orchesterleitung doch eher üppigeren Formates. Und da ich nun auch im Zuge dieses Lockdowns in diese sehr schmerzhafte Situation gekommen bin, dass meine Oper Voyage vers l'espoir, Reise der Hoffnung in Genf, 2 Wochen vor der Uraufführung abgebrochen werden musste und abgesagt werden musste, dachte ich mir, dass dieses Violinkonzert ein komplett neues Werk sein müsste, das auch ein bisschen dieser sehr, ich würde es mal relativ neutral, ungewöhnlichen Zeit bezeichnen, Rechnung trägt. Und ich dann eine ursprüngliche Konzeption, die ich für dieses Werk hatte, aufgegeben habe und mir es wichtig war, ein Stück zu schreiben, das zu Beginn der Komposition erstmal gar keine Konzeption innehat, sondern ein Stück, das ich wusste, irgendwann will ich morgens aufwachen, ich weiß, wie es anfängt, und dann lasse ich das Werk quasi laufen, ich lasse es quasi entstehen. Und das ist mit dem Stück dann aufgegangen und hat zu einem sehr, sehr organischen, sehr vielseitigen kompositorischen Prozess geführt. Um aber jetzt tatsächlich zu der Frage bzw. Antwort zu kommen, warum das dann Concerto Noir Redux dahin gemündet ist, ursprünglich, wie gesagt, war es also für eine große symphonische, für ein großes symphonisches Orchester geplant. Das musste aber dann reduziert werden. Und ich wollte aber jetzt nicht einfach nur eine verkleinerte Fassung herstellen, sondern habe quasi den Orchesterraum nochmal neu gestaltet. Zwar bin ich inhaltlich an dem Originalwerk sehr nah dran geblieben, was ich auch zuerst vollendet habe, und habe dann quasi bei Beibehaltung der Solo-Violinstimme, die ist bei beiden Werken, also bei Concerto Noir und bei Concerto Noir Redux identisch, habe ich dann bei dem kleineren Werk, sagen wir mal so, eine kleinere Orchesterbesetzung gewählt. Und das Noir erklärt sich aus der dunklen Stimmung des Ganzen. Ja, was jetzt gar keine, sagen wir, das ist keine Schwere, die da auf den Schultern lastet. Das Stück ist wirklich unglaublich, das geht direkt sehr aktiv los und hat ganz, ganz wenig Ruhepunkte, ist wirklich von einer starken Energie
von immer so nach vorne peitschenden Rhythmen getrieben, die teilweise sogar noch prägnanter in der kleineren Fassung sein dürften, dadurch, dass alle Instrumente noch solistischer eingesetzt sind. Und auch bei der Instrumentierung habe ich Streichorchester natürlich, dann aber nur drei Klarinetten im Bläserbereich, die dann auch so ein bisschen in der Anlehnung an einen jazzigen Big Band Sound gehalten werden und relativ viel Schlagwerk und Klavier. Also das Ganze ist schon eine recht perkussive Angelegenheit. Das spiegelt so ein bisschen auch meine auflehnende charakterliche Tendenz wieder, mich einem Zustand nicht einfach hinzugeben, sondern da dem eine vitale, energetische Kraft entgegenzusetzen. Wo finden wir den Pakt mit dem Teufel? Tja, der ist für einen Komponisten wahrscheinlich automatisch immer irgendwo da, weil das Kreative etwas ist, besonders wenn es sich um Musik dreht, wo man in tiefen Schichten des eigenen Is hervordringen muss, dass durchaus auch die eine oder andere diabolische Seite offenbart, die man dann versucht in Klänge zu fassen, die dem Ganzen dann vielleicht eine interpretatorische Vielschichtigkeit geben, damit es nicht ganz so, damit man die sich nicht ganz so nackt macht. Nein, Spaß beiseite. Also das Teuflische jetzt plakativ in dem Stück gibt es nicht. Das ist nicht vorhanden. Aber dieses treibende Feuer des Werkes, das ist, sagen wir mal, etwas Teuflisches hat ja auch immer etwas mit dem Fegefeuer zu tun. Und dieses, also insofern auch etwas Brennendes, etwas Loderndes. Und das liegt dem Stück ganz fulminant anheim. Was bedeutet das für den Solisten Christian Tetzlaff? Dass er ab dem Moment, wo er mit dem Werk mal begonnen hat, erst die Geige dann wieder zur Ruhe legen kann, wenn das Stück zu Ende ist, sozusagen. Also er spielt wirklich ohne Pause, ohne Punkt und Komma durch und führt das Werk regelrecht an und auch wenn das Orchester dann, wenn es so starke Reibungspunkte zwischen Solist und Orchester gibt und entstehen, ist er doch immer derjenige, der sich dann auch gegen einen sehr intensiven Apparat, auch die Oberhand erkämpfen und erhalten muss. Insofern ist der Solist, die solistische Geige quasi der treibende Motor, der das Ganze so ein bisschen unaufhörlich vorantreibt. Ja. Da sind wir sehr gespannt. Das Werk am 6. September in der Philharmonie im Rahmen des Musikfests Berlin hören zu dürfen. Vielen Dank, Christian Just. Ich auch, sehr gerne.